Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Ghost Recon Breakpoint Tutorial. Wenn ihr ohne HUD unterwegs seid, kann die Orientierung im Feld mangels Kompass schon mal schwerfallen. Im folgenden Video zeige ich euch 6 Arten, wie ihr die Himmelsrichtung trotz fehlendem Kompass herausfinden könnt. Wenn euch das Video weiterhilft, würde ich mich sehr über ein Like, Kommentar oder auch ein Abo freuen. Damit würdet ihr mir und meinem Kanal wirklich sehr weiterhelfen. Beginnen wir nun mit den offensichtlichsten und wohl auch praktikabelsten Methoden zur Orientierung. Die Karte. Wenn ihr auf die Karte schaut, seht ihr anhand eures Positionsmarkers immer, in welche Richtung ihr gerade schaut. Die Drohne und das Fernglas. Eure Drohne und euer Fernglas haben beide einen eingebauten Kompass am oberen Bildschirmrand. Zudem gibt es noch 3 nicht ganz so offensichtliche Methoden, um die Himmelsrichtung festzustellen. Der Spawn. Wenn ihr neu ins Spiel einloggt, zeigt die Kamera relativ genau nach Norden. Manchmal zeigt sie ein paar Grad Abweichung, aber meistens ist sie recht genau. Sonne und Mond. Die Sonne geht auf Aurora um 4.30 Uhr in Ost-Südost auf, wandert über Norden, bis sie schließlich um 20.45 Uhr in West-Nordwest untergeht. Um 7.45 Uhr steht sie im Osten und um 14.45 Uhr im Norden. Der Mond geht ebenfalls in Ost-Südost auf, aber wandert über Süden nach West-Südwest. Er steht um 0.30 Uhr genau im Süden. Wenn ihr nun wisst, dass 10 Minuten in-game eine Minute im Real-Life dauern, beziehungsweise entsprechend eine Stunde in-game 6 Minuten im Real-Life, könnt ihr euch so relativ gut im Feld orientieren, ohne ständig Karte, Drohne oder Fernglas zücken zu müssen. Passt aber auf, wenn ihr ein Biwak nutzt, um die Zeit einzustellen. Bei der Zeitauswahl im Biwak gibt es derzeit einen Bug, der dafür sorgt, dass das Biwak immer etwas früher abbricht, als es eigentlich gewollt ist. Also wenn ihr zum Beispiel um 9.40 Uhr abbrechen wollt, ist es im Spiel, sobald ihr euch bewegen könnt, dann tatsächlich erst 8.52 Uhr oder so. Die letzte Art zur Orientierung funktioniert nur im Zusammenhang mit einer der anderen Methoden. Sucht euch einen möglichst weit entfernten, gut sichtbaren, markanten Punkt aus, zum Beispiel ein Turm, ein Berg, der Rauch von Golem Island oder ähnliches. Stellt dann mit einer der anderen Methoden fest, in welcher Himmelsrichtung euer Punkt liegt, und von da an könnt ihr euch mit Hilfe dieses Punktes orientieren, sofern ihr euch nicht allzu weit von eurer Ursprungsposition wegbewegt. Diese Methode eignet sich vor allem zur Orientierung in einem begrenzten Operationsgebiet, wie zum Beispiel einer Basis oder einer Stadt. Ich hoffe, ich konnte euch die Orientierung im Feld etwas erleichtern, meine Freunde. Bis zum nächsten Video. Ich freue mich auf euch. Wir sehen uns.